Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Witcher, wo ich erstmal den Schrank plündere. So. Und eben gerade Harenbrock ein bisschen den Würfelpoker ausgenommen habe. Dementsprechend nennen wir jetzt 576 Orans unser eigen. Damit kann man dann schon ein bisschen arbeiten. Aber wir sind ja hier noch nicht fertig, ne? Hexer! Was verkauft ihr denn? Eigentlich alles. Aber es sind schwere Zeiten. Daher ist die Auswahl begrenzt. Zeigt her. Der Kunde hat immer recht. So. Die Axt kann nochmal weg. Die schwere Keule kann nochmal weg. 626. Ich bin am überlegen, ob wir uns den blauen Meteoriten kaufen. Ein Stück eines blauen Meteorits, aus dem ein Schmied ein Schwert schmieden könnte. Ihr braucht 3 Meteoritenteile, um ein Schwert herzustellen. Der Einsatz von mehr als einem Teil der gleichen Farbe kann besondere Boni bewirken. Das wirklich interessante ist allerdings nicht das blaue, sondern das rote Meteoritenerz. Ich nehme es trotzdem mit. Denn wir sollten eigentlich noch mehr als genug Geld machen, um trotzdem auf unsere 500 zu kommen, die wir ja für die Bücher brauchen. Warum zur Hölle habe ich jetzt... Ich bin doch noch gar nicht fertig hier. Gott, bin ich doof. Ich muss da nochmal rein. Haren. Hexer. Ich tötete die Ertrunkenen und begegnete einigen Elfen. Elfen? Ich kenne keine Elfen. Die haben euch erwartet. Wer sind sie? Skoyatel oder Eichhörnchen. Junger Anderling, Freiheitskämpfer. Wer sich mit denen abgibt, endet am Strick. Wenn ihr mich verratet, hängt ihr ebenfalls. Ich werde schweigen. Warum gebt ihr euch mit ihnen ab, wenn es so gefährlich ist? Irgendwie muss ich ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Wie auch immer, ich habe meine Arbeit getan. Meine Kisten sind also sicher? Ich hab euch unterschätzt. Nur ganz nebenbei, was geschah mit den Elfen? Wir hatten ein paar Differenzen. Sie sind tot. Ihr habt sie getötet? Bestimmt kommen ihre Freunde wegen der Waren zurück. Wir können ihren Tod den Ertrunkenen in die Schuhe schieben. Das geht mich nichts an. Ich will nur meinen Lohn. Und dann erzählt mir von den Salamandra. Hier ist euer Gold. Die Salamandra knöpfen den Dörflern Tribut ab. Wer nicht gehorcht, dem schlitzen sie die Kehle auf und zünden sein Haus an. Wo kann ich sie finden? Fragt den Geistlichen. Er wird entscheiden, wie viel ihr wissen sollt. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie verschwenden. Mein Freund sucht einen Zwerg. Hoag, einen Skoyatel. Ich höre mich mal um. Man lernt nie aus. So, eine weitere Stufe aufgestiegen und wir haben die 500 schon wieder zusammen. Und Harens Vertrauen haben wir auch noch. Und er hört sich um wegen dem Freund von Soltan. Hexer! Gibt es noch etwas für einen Hexer zu tun? Ich könnte wohl etwas finden. Dieses Päckchen muss nach Visima gebracht werden, zu einem Mann namens Coleman, in der Taverne zum haarigen Bären. Keine Fragen. Gebt mir das Paket. Ich liefere es ab. Coleman wird euch entlohnen. Okay, danke schön. Lebt wohl. So. Was haben wir denn hier? Wieder die Anderlinge. Das nehmen wir mit, das können wir verkaufen. Und dann sind wir mit dem guten Haren auch erstmal fertig. Was ich jetzt versuchen werde, ist, ich gehe nochmal zu Mikul zurück. Und dann gehen wir über den nördlichen Pfad wieder zurück ins Dorf, also im Norden rum und bei Abigail erstmal vorbei, bevor wir ins Dorf gehen. Da möchte ich nämlich dann unseren Vertrag auch noch abgeben. Und gleichzeitig müssten wir da, glaube ich, noch eine Quest starten können.
Erstmal will ich wissen, ob ich mit Mikul wieder reden kann oder ob der sich immer noch weigert, mit mir zu reden. Mikul steht hier nicht mehr, dann steht er jetzt bestimmt am Müllertor. Ja, da, wo wir uns mit Vesna treffen sollen. Nach Sonnenuntergang. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir direkt nochmal in die Gruft zurückgehen. Ich glaube, das mache ich auch. Diesen Ghoul jagen, in der Hoffnung, dass wir ihn klein kriegen. Zweifelsfall mit unserer Artmagie, weil unsere Zeichenintensität noch erhöht ist und der Pfad tiefer in die Gruft jetzt theoretisch offen sein sollte. Noch wirkt nämlich der Katzentrank, dann brauchen wir keinen neuen braunen, wisst ihr? Und wer nicht wagt, der definitiv auch nicht gewinnt. Aber ich muss sagen, insgesamt kommen wir tatsächlich mit den Quests, vor allem auch mit der Hauptquest hier in der Region, wesentlich schneller voran, als ich ursprünglich erwartet hätte. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir gar nicht mehr so super lange hier beschäftigt sein werden. Also ich meine, ein paar Folgen definitiv noch, aber ich glaube... Das dürften Nikols Freunde sein, die hier unbedingt tiefer graben wollten. So, das dürfte schon mal ein Ghoul weniger sein, der hier sein Unwesen treibt. Ich werde jetzt nach jedem einzelnen Ghoul werde ich abspeichern. Da kommt schon der nächste. Und verabschiedet sich auch gleich. So, speichern. Speichern. So, okay, geht doch. Geralt, es wäre mir echt lieb, wenn du nicht immer deine Waffe wegpacken würdest. So, wir können hier auch noch ein paar Bereiche freiräumen. Und jetzt haben wir das Problem, dass unser Inventar einfach zu voll ist. Aber ich buffe mal unser Schwert ein bisschen. Das ist vielleicht für den Kampf gegen den Ghoul gar nicht so verkehrt. Sehr schön. Oh, ich liebe das, wenn Art einfach funktioniert. Und der Gegner gelähmt wird. Ich speichere nochmal ab. Jetzt kommen wir nämlich bald in die Region, wo das blöde Mistvieh dann auf uns wartet. Ich glaube, da unten. Deswegen warte ich jetzt auch ganz kurz, bis unsere Ausdauer sich regeneriert hat. Dass wir im Zweifelsfall zwei Schuss mit Art haben, um ihn eventuell auszuschalten. So, und lass das Schwert einfach mal gezogen, Geralt. Das geht mir echt auf den Sack, wie du das einfach immer wieder wegpackst, wenn ich dir sage, zieh das Schwert. So, da ist er, Oswill. Unser erster wahrer Gegner in diesem Spiel.
Aber ich glaube, wir schaffen es nicht. Okay, also im Moment haben wir ja so ein bisschen so ein Stunlock drin. Wenn das wenn das dabei bleibt. Wumms, jetzt hat er uns. Jetzt haben wir ihn! Jetzt haben wir ihn! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Alter Falter! Das war pures Glück. Habt ihr gesehen, wie schnell der unsere Lebenspunkte dezimiert hat? So, das hier ist ein Al-Ghul-Kopf. Das sind Trophäen. Wir haben einen Platz, hier ein Trophäenfach, wo wir eine Trophäe transportieren können. Das heißt, wir können immer nur einen von denen gleichzeitig erledigen und dann das Geld dafür einsammeln auch. Und ich bin echt sowas von geflasht, dass wir Osrel tatsächlich besiegen konnten schon. Der hat mir nämlich sonst immer so richtig Probleme bereitet. Und dieser rote Meteorit hier. Der ist ganz wichtig, der ist nämlich ganz wertvoll. So, wir gucken mal, ob es hier noch irgendwelche Schätze zu looten gibt, aber unser Inventar ist ja auch voll. Wir müssen zum Beispiel mal die Bargestenschädel verkaufen gehen. Das können wir ja bei Abigail dann. Und das Buch bei dem Antiquar und allgemein unser Inventar mal ein bisschen aufräumen. Bei Olaf können wir ja zur Not auch ein paar Sachen einlagern. Den anderen schaffen wir jetzt auch so. Wir haben Oswald besiegt. Der wird uns dann einfach ein Ghoul nicht mehr fertig machen, hoffe ich. Obwohl er wahrscheinlich relativ kurz davor stehen wird, weil unsere Wunden ja immer noch nicht verheilt sind. Aber das ist gar nicht so schlimm. So. Ich glaube, das war's. Ja, da hinten wird es nicht mehr weitergehen, glaube ich. Wir können noch mal kurz runtergehen und gucken. Aber ich glaube, das war's. Es sieht von der Karte aus, von der Karte her sieht es so aus, als ob es da noch weitergehen würde, aber guck mal, hier ist alles eingestürzt. Da geht es nicht durch. Da geht es nicht durch. Diese Herausforderung ist gemeistert. Na, schnell weg hier. Bevor hier nochmal irgendwelche Ghule respawnen. Das Ghulblut hatten wir schon abgegeben, ne? Was wir noch nicht abgegeben haben, sind die Bargestenschädel und die ertrunkenen Gehirne. Aber das machen wir heute definitiv auch noch. Wie gesagt, ich will jetzt als nächstes bei Abigail vorbei und dann können wir da unten den Weg gleich weiter. Dann können wir in der Taverne vorbeischauen und uns das Zeug kaufen. Und dann gleich bei dem Jägersmann auch Halt machen da. Ich kann mich auf jeden Fall im Moment nicht über unsere Erfolge und unsere Fortschritte beschweren. Wie ich ja schon erwähnte, wir kommen um einiges schneller voran, als ich erwartet hatte. Hier im ersten Abschnitt, weil so super viel ist das tatsächlich gar nicht mehr. Ich meine, ein paar Folgen brauchen wir noch, ja, aber ich wiederhole mich, ne? Ich brauche echt andere Sachen, über die ich reden kann. Ah, das ist traurig. So, wie geht es denn Abigail und Alvin?
Ich werde auch ein Hexer. Mhm. Du meinst, Abigail? Was wollt ihr? Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Habt ihr die Bagestenschädel? Habe ich. Sie gehören euch, wenn ihr zahlt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Und nehmt diese Alraunwurzel. Sie könnte euch von Nutzen sein. Sumpfungeheuer ist das einzige Buch, was sie hat, was wir noch nicht gelesen haben. So. Das Bestiarium beschreibt Sumpfungeheuer. Ertrunkene, ertrunkene Tote und Blödzüger. Es bietet Informationen über Methoden, mit denen sie zu bekämpfen sind, und über alchemistische Zutaten, die sich aus den Kadavern dieser Ungeheuer gewinnen lassen. So, wir können das Buch da jetzt nicht wieder verkaufen. Wir hatten noch keinen Bestiariumseintrag über ertrunkene Tote? Das finde ich jetzt ein bisschen... Na gut, wir können die Bücher hier zwar nicht verkaufen, aber diese ganzen Bargästenschädel, die können wir hier noch loswerden. Denn wir brauchen ja für später tatsächlich nur einen. Und den haben wir ja schon zur Seite gepackt. Unser Inventar mal wieder ein bisschen aufgeräumter hier. So. Dann können wir diesen silbernen Ring auch wieder abnehmen. Manchmal sind meine Träume seltsam. Was wollt ihr? Nichts weiter. Wir sehen uns. Ich war nur gerade am Überlegen, wie ich diese Quest triggern kann, die wir für Abigail noch erledigen können. Aber ich glaube, dazu müssen wir erstmal... Ich glaube, das ist tatsächlich Teil der Hauptquest. Da müssen wir erstmal die Quest für die anderen vier Leute erledigen. Straßen werden nass sein. So, da ist das Tor. Ja, der Zwergenschmied ist nicht da. Ach, da ist er. Ja? Ah, hier kann man nichts verkaufen. Okay, egal. Lebt wohl. Du hattest noch ein Buch. Was? Du hattest noch ein Buch, was ich noch nicht gelesen hatte, über unterirdische Pflanzen. Das Buch beschreibt Seewand und Grünschimmel und ermöglicht es, aus diesen Pflanzen alchemistische Zutaten zu gewinnen. Ah, okay. Wenigstens einen Pilz, den wir noch nicht hatten. Das ist nicht gut, es regnet. Da ist der Eingang. Also was die Bücher angeht, machen wir echt gewaltige Fortschritte hier. Ich brauche mich heute auch gar nicht mehr mit den Typen prügeln, denn wir haben genug Geld. Soltan? Geralt? Soltan, ihr habt mein Verschwinden erwähnt. Wisst ihr etwas darüber? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Geralt. Ihr seid gestorben. Vor 5 Jahren wurde ich beim Massaker in Rivien Zeuge, wie ein Schurke euch eine Mistgabel in den Bauch rammte. Ich sah euch mit eigenen Augen verbluten. Das macht der Kerl da jetzt recht. Ich habe genug Leichen gesehen, da kenne ich mich aus. Naja, soweit ich mich erinnere, veränderte die Hexermutation euren Körper auf drastische Weise. Aber es ist dennoch unglaublich, dass ihr überlebt habt. Hm. So, hier müssen wir noch saufen. Ich muss jetzt gehen, Soltan. Wir reden später. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt machen sollten. Weil wir uns dann ja nicht mehr vernünftig bewegen können. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Wir sprechen uns noch.
So, wo ist denn der Antiquar? Ich könnte was trinken. Da ist der Spieler, hier sitzt er. Verdammt, ich sollte eigentlich im Händlerviertel im Geld schwimmen. Stattdessen muss ich meine Waren hier draußen fallbieten. So, als allererstes, ihr habt dies bereits gelesen. Bitteschön, ist jetzt deins. Das kannst du auch haben. Wieder die Anderlinge für 16. Und Grundlagen der Alchemie haben wir auch schon gelesen. So. Jetzt, hast du noch irgendwelche Bücher, die wir noch nicht gelesen haben? Nur die Alchemie Serikaniens. Das Buch enthält Formeln für König und Königin. Nach der Detonation werden Gegner durch die Bombe auf magische Weise mit Furcht erfüllt. Die kennen wir noch, die hat uns damals zum Sieg über Daedra und ihre Wölfe geholfen. Sinfriedöl, der verwundete Gegner verspürt starke Schmerzen. So, hier. Rest kannst du wieder haben, wir haben immer noch 425 über und wir haben ja noch ein paar Quests, die wir noch abzulaufen haben. Alles ist gut. Ich sollte mich spuken. Olaf? Was kann ich für euch tun? Ich will ein bisschen was aufbewahren, und zwar hier das Meteoritenzeug. Das kommt mal weg da. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. So, wo ist denn deine... Was ist das? Da ist Vesna. Hi. Was kann ich euch bringen? So, ich will das ganze Bier kaufen, was sie hat, damit wir vorbereitet sind auf das... auf die Trinkspiele. So, wir haben so gut wie keinen starken Alkohol, um irgendwie Alchemie damit zu betreiben. Ich könnte mir hier aber natürlich was kaufen jetzt. Das mache ich auch. So, danke. Ich lege es jetzt nämlich doch drauf an. Ich will wissen, was er hier im Angebot hat. Geralt? Trinken wir etwas, Soltan. Und zwar Visimas Gold. Schöne Frauen sind wie Bäume, glaubt mir. Das ist oh Gott, ich hoffe, das wird was hier. Der Baum wird gefällt, die Frau wird gepoppt. Was habe ich da gerade gehört? Okay, der ist zäh. Der ist mehr als nur ein bisschen zäh. Weil der Blödmann steht immer noch. Dann trinken wir noch ein Catwin-Gold hinterher. Komm schon. Okay, einer von uns beiden hat auf jeden Fall gewonnen. Sicher. Unglaublich. Der alte Geralt trinkt mich unter den Tisch. Das war nicht einfach. Verdammt. Ich habe einst auf diesen Stein geschworen, dass kein Mensch mich je unter den Tisch trinkt. Ein Diamant. Das kann ich nicht annehmen. Und ich bin kein Mensch. Scheiße, jetzt nehmt schon. Ein Schwur ist ein Schwur. Einen Diamanten haben wir dafür gekriegt. Okay, das hat sich ja tatsächlich gelohnt, wa? Solli? Hi, Olaf. Wo ist denn die Tür? Ist die Tür hier in der Nähe? Die ist da hinten, ne? Nee, ist sie nicht. Ach, scheiß drauf. Olaf. Was?
Ich will noch was einlagern lassen. Allgemein hier, das kann mal weg, das kann weg. Süßigkeit packen wir noch mal weg. Dann haben wir ein bisschen Platz im Inventar. Okay, danke. Und dann würde ich gerne einmal kurz... Habt ihr ein... Ja. Schlafen. Oh, wir haben ein Level-Up gehabt. Wir haben sogar einige Level-Ups gehabt. Parieren plus 10% ist nicht schlecht. Pfeile ablenken kann auch nicht schaden. So, machen wir das heute so. Dann meditieren wir mal 2 Stunden, denn wenn wir gerade dabei sind, können wir mit der Alchemie auch noch. Ein Geisterfett schon mal hier kreieren. Und hier der Furchtbringerblick, den müssen wir auch mal mixen. Dass ich den nicht wieder vergesse. Eine Katze stellen wir noch mal her. Wir haben noch 5 Schwalben, das ist also nicht so wichtig. Ich überlege, brauchen wir Nekrophagenöl noch in diesem Kapitel? Wir haben die Nekrophagen aber eigentlich soweit abgefertigt. Das brauche ich nicht. Schneesturm haben wir, glaube ich, noch, ne? Schneesturm haben wir. Ich belasse es erstmal dabei. Dann haben wir jetzt so ein bisschen was mit der Alchemie vorbereitet. Ganz wichtig aber, wir haben unseren Rausch ausgeschlagen und unsere Power ein bisschen erhöht. So, wir sortieren hier nochmal. Und trinken gleich erstmal das Mutagen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, was das jetzt gebracht hat. Bade. Seid gegrüßt, Fremder. Merkwürdig. Ihr erinnert mich an jemanden. Wer sollte das sein? Der berühmte Hexer Geralt. Der weiße Wolf. Wirklich? Das ist echt unheimlich. Weißes Haar, Schwert auf dem Rücken... Wie aus den Balladen. Was für ein Zufall. Viele müssen euch für Geralt halten. Ja, so manch einer. Diese Lieder müssen populär sein. Meister Rittersporn, der größte aller Barden, singt diese Balladen seit Jahren. Was habt ihr im Repertoire? Soll ich für euch singen, Herr? Ich hätte nichts dagegen, was zu hören. Kunst ist Balsam für die Seele, nicht wahr? Aber ich muss auch essen. Wie wäre es mit einem kleinen Beitrag? 5 Orenz. Klar, bitte. Schaut zu jenem Forste. Seht des Wolfes Freudentanz. Er bleckt froh die Zähne, hüpft und wedelt mit dem Schwanz. Woher kommt dies edle Tier? Warum gebärdet es sich so? Gewiss ist's nicht verheiratet, sonst wäre es nicht so froh. Oh mein Gott, und dafür habe ich gerade Geld bezahlt? Okay, das ist ein bisschen deprimierend. Von dem Schock muss ich mich erstmal erholen, von daher würde ich sagen, das war The Witcher für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann. Wer ist das denn?